Hi, es ist Olli von Session und ich zeige euch heute von Electro Harmonix den Crayon 69 und 76. Electro Harmonix Crayon 76 und 69 sind zwei verschiedene Verzerrer, aber irgendwie doch der gleiche. Unterschied ist eigentlich nur die Optik von außen. Könnt ihr euch entscheiden, was euch besser gefällt. Was ich gerade gespielt habe, war der cleane Marshall. Komplett clean. Moment, Pedal aus. Und Crayon davor. Ganz aufgerissen und dann sieht man schon, das Ding hat mehr Gain als so mancher Overdrive, der da draußen rumkreucht und fleucht. Genug, um mir mit einer Schraubhalsgitarre, mit einem Humbucker ein schönes Fund zu liefern und am Ende sogar noch ein Feedback zu produzieren. Und das allein ist aber nicht die Besonderheit, sondern das ganze Ding nennt sich Full Range Overdrive und hat im Gegensatz zu den meisten Overdrives einen Bass- und einen Treble-Regler. Normalerweise hat man ja nur einen Tonregler, wo man so ein bisschen anpassen kann, ob man jetzt mehr Höhen oder besser haben will. Und hier kann ich beides getrennt voneinander regeln. Warum macht man sowas? Letztendlich ist es so, nicht immer hat man den Grundsound vom Amp, den man sich so wünscht. Heißt, ich habe vielleicht Spiel irgendwie auf einem Festival und man weiß nicht, was für eine Möhre von Amp einem dahingestellt wird. Und dann ist es ganz gut, einen sehr recht vielseitigen Verzerrer zu haben, Overdrive in dem Falle. Und damit kann ich dann meinen Sound gut shapen dahin, wo ich mich wohlfühle. Bei dem Fall von Marshall jetzt habe ich den Clean Sound relativ neutral eingestellt gelassen. Und habe mir jetzt hier vorne den 69er so eingestellt mit Gain voll auf. Volume so auf 11 Uhr, die Bässe habe ich ein bisschen angehoben und die Höhen eher abgesenkt und damit habe ich diesen Sound bekommen. Das Verblüffende, was ich dabei fand, war, dass selbst bei der vollen Gain-Einstellung die Chords noch richtig geil laufen. Also du hörst jede einzelne Seite raus und sehr präzise und er fängt nicht an zu matschen. Ja? Das ist mir sofort positiv aufgefallen. Kommen wir zu dem Punkt, warum Bass- und Treble-Regler. Da habe ich jetzt mal einen anderen Anwendungsvorschlag, denn in der Regel hat man ja nicht nur einen cleanen Amp, sondern hat einen Amp, der vielleicht eine Verzerrung hat. Ihr seid irgendwie eine Rockband, und kommt zu einem Festival und da steht ein Fender-Amp, der jetzt per se nicht das High-Gain-Monster ist. Und man will im Solo vielleicht doch ein bisschen mehr Gain haben. Ich habe mir jetzt den Marshall mal so eingestellt, dass ich einen angezerrten Sound habe. Und ich habe den relativ muffig eingestellt. Einfach nur mal so, um zu zeigen, was man mit der Klangregelung machen kann. So, jetzt nehmen wir uns den Crayon. Ich bleibe wieder beim 69er und sag mal, wir wollen den Sound, den wir jetzt haben, das ist unser Rhythmus-Sound. Und wir gehen einfach mal hin, wie wir es von einem zum Beispiel Tube Screamer kennen, stellen uns die beiden Volume- und Gain-Regler so auf V und fangen einfach mal an und gucken, was passiert, wenn wir jetzt gleich mit der
Klangregelung arbeiten. Also nochmal zum Hören, der Grundsound. Crayon an. Sehe ich schon, das ist mir eigentlich schon wieder fast ein bisschen zu viel Gain. Dann gehe ich hier runter. Aber es war mir zu muffig. Also, genau das wollten wir ja erreichen. Wir nehmen die Höhen hoch. Schon habe ich einen super High-Gain-Lead-Sound für mich jetzt schon mit einer Menge Brett, im Gegensatz zu dem, was uns der Amp an sich liefert. Crayon drauf. So. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ich habe jetzt einen mega geilen Sound, der mich auch trägt und Feedback hat, aber ist er auch dynamisch? Na, jetzt passt mal auf. Grundsound, Crayon. Schritt weiter und gehe auf eine Single-Coil-Einstellung. Also, das Ding folgt mir auch auf dem Weg runter, nicht nur nach oben, sondern auch wenn ich dann den anlasse und runterdrehe und dynamisch spielen will, ist er voll mit dabei. Also, Einsatz für sowas von der Klangregelung her, ich habe entweder einen coolen Sound, den ich als Rhythmussound nehme und möchte dann, damit ich mich mehr durchsetzen will, die Höhen drauf drehen und dann mehr Gain bekommen und natürlich auch mehr Volume. Oder ich habe einen Grundsound, mit dem ich erstmal gar nicht so zufrieden bin und ich will den ein bisschen manipulieren. Und dafür ist ein Crayon ganz geil. Was man auch machen kann, und da helfen uns wieder die beiden Designs, man kauft sich einfach zwei. Hey, das Ding ist echt affordable, wie der Amerikaner sagen würde. Machen wir doch mal eins. Wir nehmen wieder den Clean Sound, nehmen uns den Crayon und stellen uns den 76er so ein, dass er den Rhythmus-Sound darstellt und lassen den anderen so als Booster eingestellt. Also, Clean Sound Marshall. Dann Crayon zum Rhythmus-Sound. Jetzt kann ich ja den zweiten Crayon vor den ersten Crayon schalten oder andersrum, den ersten vor den zweiten, wenn man mal von der Effektkette ausgeht und booste mir den Crayon.
Und wieder zurück auf den meinen Rhythmus-Sound, den ich mit den beiden Crayons gemacht habe und einem immer noch cleanen Marshall. Also, ich bin vollends überzeugt. Ich verstehe das Konzept mit den zwei Designs nicht so ganz, aber egal. Euer Vorteil, weil ihr könnt euch auswählen, was euch besser gefällt. 69, 76, beides Mal sind irgendwelche Buntstifte drauf, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass man damit verschiedene Farben malen kann, Soundfarben malen kann. Ich finde es total geil. Was bleibt dazu zu sagen? Ein sehr vielseitiger Overdrive, mehr als nur ein Booster, eben auch ein eigenständiger Verzerrer, wenn man nicht unbedingt High Gain haben will. Und großer Vorteil, was ich sehr liebe, ist, oh, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen, es ist eine Batterie drin. Ich muss nicht immer ein Netzteil benutzen, also ich bin auch wirklich dann flexibel. Und ja, sollte einen Platz auf eurem Board haben, wenn ihr ihn antesten wollt, kommt vorbei in Frankfurt oder in Waldorf im Laden, da sind die Dinge natürlich antestbereit, bringt eure Gitarre mit, euren Amp mit oder probiert es mit irgendwas anderem aus oder bestellt ihn auf session.de und ihr werdet sehen, er wird euch genauso fesseln wie mich. EHX, Electro-Harmonix, Crayon, 76, 69, Oliver Hartmann, Session Frankfurt am Main, haut rein.